fahren wir mit dem Dampfsonderzug hier ab Singe. Da steht schon abfahrbereit. Um 9 fährt er los. Von Singe nach Edswil. Müsste noch reichen. Ja. Ah, das ist ja die. Die kennen wir noch. Die 52er. Super. Oh, jetzt fahren wir den gleich ab hier. Freie Fahrt. Hörst du das Echo? Jetzt hat wieder der Ton abgeschaltet, das passt mir gar nicht. Das ist also von der Firma, von der Wireless Funkmikrofon-Set. Ist also wirklich nicht gut, dass es immer wieder abschaltet, gerade wenn man den Ton mit aufzeichnen will. Jetzt geht's wieder. Jetzt kommt der Gleirila singen und er fährt mal in die Kurve hier nach. Nein, er fährt geradeaus. Fahr geradeaus. Ah, ja, schön. Sitze ich mal mit meinem Sohn und meinem Bruder. Seit langer Zeit wieder mal in so einem Dampfsonderzug drin. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, von Singe über Rila Singe bis nach Edswil. Ne? Ramsen, wir sind hier in Ramsen, auf der Schweizer Seite. Ja, jetzt bin ich mal froh, dass ich endlich hier mal bei so einem Dampfzug mit dabei bin, bei so einer Sonderfahrt. Und darf ich dich mit aufnehmen, oder? Ja. Darf ich dich auch mit reinsetzen, oder? Geht es? Ah, super.
Also, Detlef Fröhlich. Detlef? Ja, Detlef Fröhlich. Detlef Fröhlich Videos. Fröhlich. Ja, ja, Detlef Fröhlich. Und dann hinter dran noch Videos und dann siehst du mich über YouTube. Da kannst du 102 Videos, was sage ich denn, 112 Videos anklicken. Ja, also vielen Dank und gute Fahrt noch. Ja, danke. Ja, und das hast du gut gemacht, 2018. Gut. Bist aber auch schon in Rente, wenn ich fragen darf, oder? Ja, ja. Ah, ja. Also, gute Fahrt noch, gell? Danke, ja. Okay, tschüss. Stehen natürlich jetzt viele Leute, ist ja klar. Das ist ja nicht immer so oft, so eine Dampfzug-Sonderfahrt von der Eisenbahnfreunde zur Landbahn, die jetzt hier auch mal in die Schweiz fahren. Die Lok ist uns allgemein bekannt, die 52, 75, 96er. So, ich gehe jetzt wieder vor, weil jetzt kann ich ja nichts mehr machen. Steht ein Haufen Leute. In den Wagen steige ich ein, in den Nummer 3. Sind wir in Ramsen gerade abgefahren. Wir hatten ungefähr eine Viertelstunde Pause. Und jetzt geht's weiter. Jetzt fährt er mal ein wenig in die Linkskurve und dann sieht man auch was von der 52er Dampflok. Mal ein bisschen ran da. Ja. Was ist? Ah, da sind lauter Fotofanatiker, Hobbyfilmer unterwegs. Ah ja. Ah, jetzt gibt er Power. Toll. Hoffentlich klappt es wieder mit dem Ton.
Nächster Halt Emmishofen. So, und jetzt geht's weiter. Er hat schon Signal gegeben. Jetzt gibt er hoffentlich mal richtig Power. So, jetzt kommen wir in den Elzwiler Bahnhof rein. Elzwiler. Ja. So, unsere Dampflok setzt jetzt um und dann fahren wir wieder in die Gegenrichtung nach Singen.
So, jetzt fahren wir dann rüber auf Gleis 2 oder 3. Nein, oder 1. Der muss jetzt umsetzen mit seiner 52er Dampflok auf Gleis 1. Da wollen wieder welche mit in Richtung Singen. Jetzt fährt er den ab. Ja, aber ich glaube,
Jetzt geht es dann wieder um 11.15 Uhr weiter nach einer 20-minütigen Pause in Richtung Singe und Wil. Und wir stehen hier noch am Ramsener Bahnhof in der Schweiz. Das sieht nämlich gut aus mit dem hohen Wil im Hintergrund. So, jetzt fahren wir in den Singener Bahnhof ein und dann setzt er wieder um und dann filmen wir nochmal, wenn er in der Kreisel reinfährt. Und dann war es das mal für heute. Bei den anderen zwei selben Fahrten da in Richtung Etzwiller sind wir heute dabei. Einmal reicht, würde ich sagen. Ja, ein Echo hört man da, Bruder. Ja, sehr gut. Ah, da hören Sie wieder den Zug hier von Singe, der Schweizer Zug, den IC. Zusammenstelle für Schaffhausen und Zürich. Jetzt fahren wir noch mal zurück und dann fährt er auf Gleis, was hat er gesagt? Gleis 5, nein. Aber ich mache viel lieber Außenaufnahmen. Im Zug filmen ist einfach nicht so schön. Ne? Nach vorne laufen, weil der sitzt dann um und ja, das will ich filmen, oh ja. Also, bleiben Sie gesund. Ich wünsche euch was, ja. Ja, ja Sie vielleicht mal wieder, oder? Ich glaube, wahrscheinlich ja, nicht. Ja, wäre noch Zufall. Das wäre kein Zufall. Dann hat mich gefreut, mich Ihnen zu unterhalten, gell? Okay. Ja? Die Kohle aus dem Revier haben. Aha. Machen wir auch über den. Müssen wir aber langsam sparen. Danke. Und Musik! Und
So, der wird jetzt dann gleich umsetzen. Von Gleis 5. Rechts rüber und dann wieder vor zur Spitze des Zuges, auch wieder auf Gleis 5. Und der fährt dann wieder in die Gegenrichtung. Freie Fahrt. Hörst du das Echo? Später kommt sie nochmal da. Das geht jetzt aber nicht.